Mädel, Leute, heute geht's mal um was, was mich persönlich einfach nur noch abfuckt, und zwar die gesamte CSGO-Messerficke. Ich verstehe nicht, wie dieses Spiel keine bessere Finanzierung hinbekommt. So, sie haben jetzt mittlerweile einen fucking Battle Pass, aber verkaufen ja immer, oder lassen sich immer noch für 1500 Euro ein fucking Messer kaufen. Ich komme nicht hinter das Konzept, wie eine Firma, wie Valve, die einen heiden Profit damit macht, dass Leute, die sich gegenseitig die Messer abkaufen, einfach es nicht hinbekommt, sich andersweitig zu monetarisieren als irgendwie Messer. So, deren Battle Pass, den hat kaum einer gekauft. Niemand wollte den haben. So, das haben sich ein paar ganz harte CSGO-Fans gekauft, aber das war's auch so. Die müssen einfach immer noch einfach Messer im Umlauf haben und beten, dass die Leute immer noch so dumm sind und sich für 1500 Euro ein fucking AWP-Skin oder ein Messer kaufen, weil sie es einfach nicht anders hinbekommen, irgendwie Geld reinzubekommen. So, ich hasse das gesamte Konzept daran. So, sie haben CSGO ja kostenlos gemacht. So, warum haben sie nicht einfach den Preis für CSGO behalten? Warum muss dieses Spiel Free-to-Play sein, so? Ich verstehe es nicht, wieso irgendwie der einzigste wirkliche Einnahmepunkt von einem so großen Spiel wie CSGO sein kann, dass sich Leute Messer kaufen. Ich komme nicht dahinter, dass Leute wirklich so viel Geld dafür ausgeben. Das ist ja das andere Ding. Warum gibst du 1500 Euro oder so aus, damit du ein verficktes Messer hast, das rot mit ein paar Streifen ist? Oder ein reflektierendes blaues Messer? Davon hast du keinerlei Vorteil im Spiel. Das sieht zum Großteil immer gut aus und es ist einfach so heidenteuer. 1500 Euro, das ist ein gesamter Gaming-PC, das ist ein Monatseinkommen. Aber trotzdem kann man das ja anscheinend einfach mal für CSGO raushauen. So, ich verstehe Valve nicht, wie sie es nicht hinbekommen, sich andersweitig zu finanzieren, und ich verstehe die Leute, die sich immer noch die Messer kaufen, einfach nicht. Es ist für mich einfach mittlerweile nur noch so ein großes Abfuckfest. Aber naja, was soll's. Bleibt toxisch, der abonniert mich, disliked mich, entmüllt die fucking Glocke und jetzt...